herzliches Hallo an dieser Stelle und vielen Dank fürs Folgen. Ciao, Morax. Dankeschön. Ich habe da jetzt ganz kurz die Zeit übersehen. Es tut mir leid. Aber wir fangen gleich an. Lass mich nur kurz das Spiel starten. Also, ich möchte an dieser Stelle schon mal erwähnen, ich werde heute nicht so lange machen. Moment. So. Das Spiel hat mir gerade so ins Ohr geschrien. Okay, passt. Also, wir machen heute nicht so lange, weil ich bin seit 5 Uhr morgens wach. Eigentlich sogar schon 10 vor 5. Und ich habe vor kurzem noch eine Wohnwand abgebaut und jetzt bin ich ein bisschen müde geworden. Ja. Also, Wohnwand. Stopp. Ich kann es euch gerne kurz. Ignoriert das. Das Ding hier, sofern es morgen noch im Laden vorhanden ist, werde ich mir kaufen. Weil fast 70% Rabatt, ich meine, das muss man ausnutzen. Und es sah echt toll aus. Und ja, dafür habe ich halt heute ein paar Vorbereitungen getroffen. Das Spiel ist zu laut. Was ist denn das schon wieder? Immer noch. Jedes Mal schreit es mich so an. Oh. Okay, machen wir weiter. Ich muss nur kurz überlegen. Wir waren auf der Suche nach dem Rektor in der Akademie. Ich komme da nicht hoch. Ich kann da nicht hin. Ich bin von links. Nein, Quatsch, alles rum. Ich kam von rechts. Ich gehe jetzt mal hier lang. Hä? Warum konnte ich da nicht lang jetzt? Die Tante Schule. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass wir den Direktor suchen. Und ständig von irgendwelchen bescheuerten Typen. Ich glaube, die sind besser als die anderen. Und tschüss. Ich bin schon überlevelt. Braucht man nichts weiteres. Gut. 4000. Wann habe ich eigentlich Level 6 erreicht? Gar nichts gemacht. Ausbilder, was trödelt ihr herum? Macht sie nieder. Ja nicht ausweichen. Es ging ja nicht. Ja. Schlafen schon. Keine Ahnung, was Schweigen macht, aber wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Gar nicht mal unpraktisch, wenn einer den Damage macht und die anderen das Zauberzeug machen. Oh nein, schon wieder Level up. Oh, Leute. Lebenswandler. Wer? Wer war das? Du jedenfalls nicht.
warst das. Magie-Bonus plus 1. Ja, keine Ahnung. Tiki? Ihr ahnt auch gar nicht, was ich alles unter der Wohnwand gefunden habe. Da haben sich Sachen angehäuft. Alles wegen der Katze. Den Katzen. Das sind ja immer mehrere gewesen. Ach, Mietzekatze. Wir können erstmal das hier machen. Das da, das geht relativ schnell. Warum werde ich eigentlich die ganze Zeit ausgeschimpft, wenn ich gar nicht so schlecht gedingselt habe hier? Muss das jetzt sein, Tiki? Ich schniefe jetzt kurz, sorry. Sorry. Aber keine Sorge, ich bin. Hallo? Katze! Puh, danke. Take a sit. Hier ist er nicht. Heilige, ich werde durchhalten. Hier für dich. Aha. Wow. Ja, aber wo muss ich denn dann hin? Dino mal wieder. Den hätte ich gerne im Team. Oh, Katze. Schuh? Oben. Die Wache ist weg. Das war Absicht, dass sie mich überall hinschicken. Oh, wie fies ist das? Können wir nicht später spielen? Auf wessen Seite steht ihr? Auf keiner. Ich muss direkt das Sid-Meldung erstatten. Wo ist er? Schuh, es ist wahr. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber wir haben wirklich keine Zeit. Wenn du es sagst, Christus, ich möchte dir glauben. Ich werde es weiterleiten. Um was geht es? Verbadianische Raketen könnten hier jede Minute aufschlagen. Hier? Verstanden. Ich werde es dem Direktor sagen. Wo ist der Direktor überhaupt? In seinem Zimmer. Er hat die Flucht vor nur vorgetäuscht. In Wahrheit ist er gar nicht weg. Ich gehe voraus. Folgt mir. Gleich. Waffen verboten? Was ist hier? Wer bist du? Ist das hier?
Warum ist das Öffnen des Notausgangs verboten, bitte? Schmarrn. Hallo? Da komme ich nicht weiter. Wo ist die Tante denn jetzt hin? Der Direktor wird genaueres wissen. Ich gehe zu den anderen und werde die Evakuierung einleiten. Meine Frage, warum weiß der Aufzug, wo ich hin muss? Und was ist das bitte für eine Begrüßungspose? Das ist ja schlimmer als bei allem anderen, was ich so kenne. Der Leon-Trupp meldet sich zurück. Ich habe von den Raketen erfahren. Ich wollte gerade die Evakuierung einleiten, aber die Sendeanlage scheint defekt zu sein. Shu, Raichin und Fuchin sind unterwegs und warnen die anderen. Informieren Sie die übrigen und begeben Sie sich ebenfalls in Sicherheit. In Sicherheit? Ich habe einige Fragen an den Direktor. Und zudem muss ich noch... Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Wenn wir lebend herauskommen, können wir darüber reden. In Ordnung? Direktor, haben Sie Einwände? Irgendwie schon. Was werden Sie tun, Direktor? Ich werde an meinem Posten bleiben. Das hier ist wie mein Zuhause. Das dürfen Sie nicht, Sid. Den Garten kann man wieder aufbauen, aber Sie kann man nicht ersetzen, Sid. Direktor Sid, bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich möchte nur etwas ausprobieren. Vielleicht können wir den Garten retten. Retten. Mhm. Was will er denn jetzt noch tun? Ich bin wohl zu alt dafür. Was haben Sie vor? Vielleicht kann ich helfen? Warum Sie? Warum? Weil der Direktor es wahrscheinlich nicht schafft? Ist das alles? Weil ich nicht weglaufen will? Weil mir dieser Ort wichtig ist? Es gibt tausend Gründe, weil ich an eine Lösung glaube, weil dies auch mein Zuhause ist. Dies alles empfinde ich gerade. Ich will es nicht einzeln erklären. Meine Gefühle spielen jetzt keine Rolle. Genau wie Christus es mir berichtet hat. Ihre Gedanken ordnen und sie anderen mitzuteilen, scheint wohl nicht ihre Stärke zu sein. Sowas nervt einfach. Worüber reden wir hier eigentlich? Etwa über mich? Direktor, wir müssen... Was müssen wir mo... Was müssen wir wo an welchem Ort machen? Dieses Gebäude war ursprünglich ein Schutzbunker. Er wurde später zum Garten umgebaut. Mit diesem Schlüssel entriegeln Sie den Aufzug. Wenn Sie das Schloss entriegelt haben, gehen Sie in die MD-Ebene. In der untersten Etage der MD-Ebene soll eine Steuervorrichtung stehen. Sie soll eingebaut worden sein, als dies noch ein Bunker war. Ich habe sie noch nie gesehen. Auch weiß ich nicht, wofür sie gut sein soll. Diese Vorrichtung wurde zusammen mit dem Bunker gebaut. Vielleicht kann sie was gegen die Raketen ausrichten. Klingt sehr sicher. Ich setze meine gesamte Hoffnung auf diese Apparatur. Das kann doch nur schief laufen. Na, wohl besser als Däumchen drehen. Ich habe verstanden. Ich werde in die MD-Ebene hinuntergehen und die Vorrichtung in Betrieb nehmen. Ich verlasse mich auf Sie, Leon.
weiß nicht, was Sie in der D-Ebene erwartet. Bereiten Sie sich gut vor. Aber an sich. An und für sich können wir ja hier eh nicht viel ändern. Ich kann also nicht eingeschläfert werden. So. Ach jetzt. Ich vergesse immer wieder, dass ich das Steuerkreuz nicht benutzen kann. Okay. Weiß der Aufzug, wo ich hin muss? Sehr gut. Warum habe ich übrigens so In of the East Vibes? Wir müssen den Ausgang finden. Keine Reaktion. Leon, los geht's. Die Ebene war lange Zeit unter Verschluss. Pass also auf. Einfach ihre Klamotte in mir drin hängt, ja. Doch noch mehr Jungs mitnehmen müssen. Die Ölebene. Es sind Gegner, die schwach gegen Hitze sind. Wenn man Hitzezauber koppelt, werden die Kämpfe leichter. Haben wir... Einer wird's doch haben, oder? Wenn man L-Angriff K mit Zauber koppelt, besitzen direkt Angriff Elementeigenschaft. Durch Koppeln von Feuer mit Elementangriff besitzt ein Angriff Hitzeeigenschaft. Um Elementangriffe mit Zauber zu koppeln. Auf das. Das heißt, wenn ich da als Feuer reinmachen würde? Warum hat das eigentlich Warum ist das schwächer? Ja.
Nein, einfach. Warum einfach nein? Was denn jetzt schon wieder? Und hallo erstmal. Wo bin ich? Ich bin auf der Ebene, auf dem Weg zur MD-Ebene. Und der hat mir gesagt, dass Feuer effektiv ist. Wobei ich überlege, ob ich nicht einfach Zauber einsetzen werde. Wenn überhaupt. Ja, ganz genau. Die Raketen sind vielleicht eingeschlagen. Renn rum, guck mal. Naja, ein Video hatten wir schon. So ist das nicht. Achso, andere. Eine Videosequenz, sagen wir mal so. Das ist das Richtige. Warum ist es hier so schmuddelig? Ich bin gespannt, ob die Vorrichtung überhaupt was bringt. Ich glaube nicht. Was mache ich hier? Ah! 10 Sekunden lang rapide auf B6 drücken, um den Hahn zu. Geht denn, wenn dieser Text verschwindet? Ist das die richtige Taste? Ist das die richtige Taste? Das Ding klemmt halt, mein Gott. Oh, tut ihm langsam das Handgelenk weh. Ja, echt jetzt? Haben die das so weit programmiert? Das heißt, wenn man einen Kerl mit dabei hätte, wird es schneller gehen, oder? Geschafft! Runter vom Rechner, Katze. Ja, natürlich. Das habe ich jetzt nicht anders vermutet. Also, was ist jetzt genau passiert? Da hat sich was bewegt. Gibt's sonst was zu tun? Warum schleicht der so? Ach, das Ding ist auf. Wow. Ich habe doch runtergedrückt. Diese Steuerung. Dann schaffst du auch zu tot. Ja, wie oft muss man denn bitte die Taste drücken, damit das klappt? So gelenkig ist mein Gamepad nicht. Erzengel. Ah. Ja. 100 Anstrengungen. Ja, klar. Sagt das dem Bengel, der Tetris kaputt gemacht hat. Sackgasse? Schon wieder eine Leiter? Wo endet das denn? Auf dem Dach? Da ist
verlässt den Raum. Leon, dein nächster Befehl? Muss ich das wieder entscheiden? Erst soll weitergehen, ich schaue ich mir erst um. Jemand soll sich mal umschauen. Wen schicke ich denn darauf? Bei Lenoa bin ich, bei Quistus bin ich. Ich will erstmal vorgehen, ihr beide wartet hier. War ja klar. Die Jungs zuerst. Oh. Jahrhundert, Leute, da muss doch sowas echt nicht mehr sein. Ups. Ganz ehrlich, das hätte jetzt keins von den Mädels machen können. Der Gang ist eingestürzt, von hier kann ich nicht mehr hinunter. Ja, dann kletter halt. Ja, um nach unten zu kommen, muss ich die Leiter nehmen. Leon, ist dir nichts passiert? Ja. Ich dachte schon, dass alles vorbei ist. Hast du das nicht auch gedacht? Das war echt knapp. War ein wenig knapp. Wirklich? Angeber. Echt? Wir müssen uns beeilen. Die Raketen könnten jederzeit einschlagen. Was ist das da? Noch der Leiter. Den tut bestimmt bald die Arme weh. Fun Fact. Ratet mal, was ich unter der Wohnwand gefunden habe, die ich heute abgebaut habe. Thematisch passt es gerade zu dem, was wir hier vor Augen haben. Was ist das denn? Schimmel? Nein, der alte PS2 Memory Card. In Verpackung. Ich habe keine Ahnung, wie die da drunter gekommen ist. Frag die Katzen. Quistus, was machst du da? Leon. Angriff. Nein, Schimmel habe ich nicht gefunden. Boah, da fragst du Sachen. Ich glaube, aber es ist nur die 8 MB. Wow. What? Hatte ich der 24er? Ich weiß das gerade überhaupt nicht. Warum stehen die noch? Ich stehe gleich nicht. Ich hätte mich heilen sollen. Wir haben da 250 schaffen. Das geht doch gar nicht.
jetzt. Oh, danke. Was kriegt halt der falsche die EP, ne? Oh ne, keine EP. Oh, danke. Schiefer. Da geht es mehr. Ah ja. Ich meine auch eher so auf. Ich traue mich nicht so oft, die Taste zu drücken. Schiefer, Siren. Können wir bei einigen was machen? Wir müssen uns beeilen. Die Raketen könnten jederzeit einschlagen. Ja, ja. Bla bla. Er hat, glaube ich, nichts. Warte, welcher Zauber war? Die anderen sind. Ich habe nur drei davon. Katze? Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ups. Ich, so. 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 Warum habe ich das nicht so oft? Mir ist halt letzte Woche zugeflüstert worden, dass Erzengel vollständig heilt und das war mir jetzt in dem Fall praktischer. Ja, Miri, bald. Was ist das Kleine da? Das kenne ich, oder? Ach, ich wollte noch was machen. Gleich noch. Okay. Halt, stopp. Also, wir hatten ein paar Sachen fertig. Wofür steht Körper? In diesem Fall? Physische Abwehr. Okay. Ist nichts Schlechtes, oder? Du warst nicht fertig. Du warst auch nicht fertig. Geist? Eine psychische Abwehr, oder? Beschützen. Zauberabwehr. Oder so, ja. Oder so. Da haben wir das Anfeuern fertig gemacht. Wann das denn? Dieser Levelunterschied. Okay. Das
dass das mir das immer anzeigt. Das finde ich nervig. Okay. Und weiter. Jojo, mach ruhig. Viel Spaß noch. Sie hat immer noch nichts. Noch mehr Leiter. Die haben bald ein Trauma. Ich kann mich helfen. Ich habe zu viel ihn auf der Ease gesehen. Das erinnert mich zu stark daran. Die unterste MD-Ebene. Was sollen wir hier jetzt tun? Woher soll ich das wissen? Warum sollte er das wissen? Woher sollen wir das wissen? Selbst der Direktor wusste es nicht. Sieht doch alt und verstaubt und rostig aus, wenn wir ehrlich sind. Ist es nicht besser, wenn du etwas planmäßiger vorgehst? Hast du einen besseren Vorschlag? Was? Sie kommen. Shh, die Raketen. Es bewegt sich? Das war mein... TG? Das hat abgehoben? Sind wir hier bei Laputa oder was? Ach so. So ist es. Also... Kurzer Augenblick, weil Katze so nicht beißen, Katze. Es gibt jetzt doch nichts. Wie sieht es draußen aus? Woher soll ich das wissen? Hey Leon, lass uns gehen.
Lass uns mal rausgehen. Ich mache mir auch Sorgen um die anderen Schüler. Können Sie mal nachgucken? Er müsste ja wohl. Wir sind jetzt praktisch eine schwebende Festung. Fast wieder bei Laputa. Nur, dass Laputa, glaube ich, so älter ist. Ich hatte mich versteckt. Da ist ganz schön was los. Hm? Moment mal. Es ist viel zu viel passiert. Ich habe keinen Durchblick mehr. Aua, mein Kreuz. Diesmal meine ich es ernst. Der Bengel. Ich glaub's nicht. Gehen wir nach hinten. Ja, wir fliegen jetzt. Ach, deswegen kann man da hoch. Okay, verstehe. Ja, nu? Wir fliegen. Ja, und? Das haben wir alle verstanden? Leon! Der Direktor ruft nach dir. Komm schleunigst zurück. Leon, die Steuerung reagiert nicht. Ich meine, wo ist die Steuerung? Wir werden gleich die Stadt Balam brammen. Oh nein, können wir denn nichts tun? Was? Schnell, abdrehen. Leon, können Sie etwas machen? Das möchte ich selber wissen. Leon, bitte. Leon. Warum immer ich? Was soll ich denn tun? Hektisch alle Knöpfe drücken. Was? Gut gemacht, der Garten dreht ab. In der Regel steuert man. Ja, wir drehen ab. Boah, das Meer, das Meer. Halten sie sich alle irgendwo fest. Puh, das wäre es einmal überstanden. Wir können davon ausgehen, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Wohin treibt der Garten? Solange wir nicht wissen, wie man das Ding steuert, überlassen wir lieber dem Wind alles. Nun, das Einzige, wovon wir genug haben, ist Zeit. Wir überlegen uns erst einmal, was zu tun ist. Haha, mein Zimmer ist verschwunden. It's magic. Wie viele Stunden sind vergangen, seit der Garten abgehoben hat? Die Monster, die von den Pro-Masters aus der Übungshalle geholt wurden, sind beseitigt, die in der MD-Ebene ebenso. Es gibt nichts mehr zu tun. Spiel aus! Vorbei! Feierabend! Ach ja, ich muss Direktor Sid noch Bericht erstatten. Ich habe ihn ja auch einige... Ich habe ja auch einige Fragen an ihn. Direktor muss im Stress sein! Hat man das früher echt mit Scharf-S geschrieben? Sehr furchtbar. Ob er wohl die Kontrolle über diesen Garten wiedererlangt hat? Das Meer, das Meer, das Meer. Langeweile, Lustlosigkeit, kein Bock.
Zu viel Zeit. Ich hasse es. Ich denke schon wieder zu viel nach. Selfie, wie es ihr wohl geht? War es okay, dass ich sie gehen ließ? Xel, Irvine, lebt ihr noch? Nö. Hexe, was sollte das werden? Wieso Raketen auf Garden abfeuern? Cypher, kehrst du nicht mehr um? Ich will mich rächen. Das war jetzt sehr zusammenhanglos. Sehr gut. Morgen. Wie süß. Gehen wir? Wohin? Wir machen einen Rundgang. Ist das ein Befehl? Kein Befehl. Ich will nur sehen, wie ihr hier den Alltag verbringt. Na gut. Oh, Junge. Hört's doch auf, mir mein Dings immer zu... Sag mal, welcher ist größer? Der Galbadia Garden oder dieser? Keine Ahnung. Wo soll ich jetzt hin? Parkplatz. Ja. Sag mal, wo geht's da lang? Zum Parkplatz. Und da drüben? In die Mensa. Leon, finde ich toll, dass du mich herumführst, aber... Kannst du nicht ein bisschen freundlicher, wenigstens normal reden? Sonst noch Wünsche? Ich mag ihn irgendwie nicht. Muss ich ihn mögen? Bücherei. Oh, die Kette. Wir waren kurz mit ihm. Oh, solche Regale hätte ich auch gern. Hey, das ist großartig. Kann ich mal kurz gucken? Danke. Medica. Nehmen wir. 10 Mal. Stars. Hallo. Ich sah dich im Lazarett. Du hast mich neulich gerettet. Wer bist du? Erinnerst du dich nicht mehr? Ich? An dich? Ich will nicht, dass du mich vergisst. Erinnern? Ich soll sie kennen? Lass uns miteinander reden, wenn du wieder alles weißt. Ich kenne die nicht. Oder es ist so lange her, dass ich mich einfach nicht erinnere. Ich kann die nicht anklicken. Ich dachte, du wolltest dich umgucken. Wenn ich groß bin, will ich ein Seed werden. Lass es lieber. Keine gute Idee. Wo ist Director Sid? Er arbeitet viel zu viel. Falls ihr ihn seht, sagt ihm, er soll mal in die Krankenstation kommen. Schüler Nummer 41269. Leon? Ja. Der ehrwürdige Master ruft nach dir. Geh umgehend in den Masterraum. Masterraum, wo ist das? Fahr mit dem Aufzug nach unten. Die Genehmigung ist bereits erteilt. Na, wenn das mal keine Falle ist. Ja,
Wir haben gerade noch gegen die Typen gekämpft. Verstehen Sie mich immer noch nicht? Das ist doch... Christus? Wo willst du hin? Was denn? Was ich hier mache? Ich suche Direktor Sid. Lassen Sie mich los. Ich muss doch mit ihm reden. Sie verdammter, geldgieriger Bastard. Wie konnte ich Ihnen nur vertrauen? Die Seeds haben wir für die Zukunft geschaffen. Und jetzt ist die Zukunft. Das wissen Sie doch ganz genau. Verflucht. Wenn ich in die Vergangenheit zurück könnte, würde ich mich selbst warnen, dass ich Nork nicht trauen darf, dass Nork nur an Geld denkt. Gibt's Schlimmeres? Sind wir mal ehrlich? Leon? Sie haben zugehört? Ja. Irgendwo gibt es immer Grenzen. Lassen Sie uns zurückgehen. Direktor, ich muss Ihnen etwas berichten. Kommen Sie bitte in mein Zimmer. Und eine Frau im weißen Kittel... Dr. Kalowaki wollte sie sprechen. Sie schien etwas wütend zu sein. Wütend? Kann ich verstehen. Ihr seid die Seeds, die aus Galbadia zurückgekehrt sind? Ja. Endlich seid ihr hier. Master Nork wartet auf euch. Folgt mir. Wenn Master Nork euch ruft, habt ihr in 3 Sekunden da zu sein. Oh, 3 Sekunden zu lang. Was? Das ist der Master? Der Geschäftsführer des Gartens? Er ist kein Mensch? Wir wussten es gar nicht. Beängstigend. Oh, berichte mir über Hexe. Was sage ich zuerst? Kurz und bündig. Zuerst das Ergebnis, dann den Verlauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Wir konnten die Hexe nicht ermorden. Was für ein glorreiches Ergebnis. Wir bekamen Ol von Direktor Sid, als wir im Galvadia Garden waren. Zusammen mit Irvine Kineas vom Galvadia Garden machten wir uns auf den Weg, um die Hexe zu töten. Gemeinsam mit Galvadia? Ihr wurdet reingelegt. Eingelegt? Ich verstehe sie nicht. Oh, erklärt ihnen das. Unser ehrwürdiger Master Nork wusste schon seit einiger Zeit, dass die Hexe in Galvadia zusammenarbeiten würden. Master Nork wurde vom Master des Galvadia Gardens um Rat gebeten. Vom Master des Galvadia Gardens? Der Master von Galvadia Garden ist mein Untertan, Dodonna. Aber da steckt doch der Typ auch irgendwie mit drin.
Die Hexe und der Garten sind sehr eng verbunden. Daher wird die Hexe versuchen, den Garten auf der ganzen Welt zu beherrschen. Unser ehrwürdiger Master Nork hat eine Nachricht an den Galbadia-Garten verschickt. Ein Auftrag, die Hexe zu beseitigen. Ein Attentat war dafür am besten geeignet. Aber... Der Hinterhältige der Donner hat euch ausgenutzt. Er kann sagen, dass das mein Auftrag war. Diese hinterhältige Ratte. Sie meinen, dass der Ball am Garn nichts mit dem Auftrag zu tun hatte? Vor dem geplanten Attentat kamt ihr zufällig vorbei. Daher wurdet ihr damit beauftragt. Allerdings war es ein Fehlschlag. Die Hexe lebt und, wie wir es vorausgesehen haben, hat sie sich an uns gerecht. Aus diesem Grund kam auch der Raketenangriff. Wir müssen versuchen, die Wut der Hexe zu besänftigen. Kleinen Moment, das heißt also, dazu müssen wir die Attentäter hinrichten und der Hexe vorführen. Als Beweis unserer Ehrlichkeit. Moment, habe ich jetzt was an... Waren wir nicht die Attentäter? Bekomme ich das gerade richtig mit? Wir werden Köpfe der Seals vorzeigen. Hexe soll denken, dass sie unterwerfen. Was? Ich verstehe das richtig, ja. Warum kämpfen wir nicht gegen die Hexe? Zu welchem Zweck werden wir täglich ausgebildet? Was wollt ihr? Ihr gegen die Hexe verloren. Ihr haltet Mund. Jetzt redet ihr wieder so gebrochen. Why? Der Direktor Sid sagte auch dasselbe. Hey. Sid? Der Idiot Sid hat Sid auf Hexenjagd losgeschickt. Was ist, wenn sie versagen? Dann ist alles vorbei. Mein Garten geht zu Ende. Sid, der Idiot, werde nicht vergeben. Er vergessen, dass ich finanziert habe. Zusammen mit Sid köpfe auch seinen Kopf für Hexe. Ich befahl Sid zu fangen. Die Schüler waren pro Sid. Das ist mein Garten. Trotzdem. Nein. Der Garten gehört nicht nur dir. Was dann? Direktor Sid und Hexe Idea. Gehört der Garten diesem Ehepaar? Was? Der Direktor und Idee ist verheiratet? Ich glaube nicht, dass das jetzt ist, alles wörtlich zu nehmen. Was soll das bedeuten? Jetzt weiß ich. Sid und Idee wollen mich verbannen. Ihr seid auch pro Sid. Ich will euch nicht vergeben. Leon! Ich hab's befürchtet. Jetzt nicht. Es ist doch Katzenfütterungszeit. Warum muss da jetzt... Rot, gelb, blau. Wenn rot, dann viel Zauber. So eine Farbe nicht verändert, mache sie mit Zauber fertig. Zu viel. Ich versuche dann gleich noch zu gucken. Oh, Grandia Vibes. Oh, gelb.
Dings einsetze, dann habe ich ja... Wie lange hält der Effekt von Carbuncle an? Können wir es hier mal verraten? Wow, 33 Schaden. Betreib's nicht. Ruinen Glanz. Ach, ich bin so doof. Das war eigentlich nicht das, was ich... Egal. Ich darf halt jetzt nicht heilen, ne? Ach, ich will mein Grania wieder haben. Der einzige Vorteil ist, trifft immer alle. Das macht auch nicht so viel mehr Schaden. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht nicht unbedingt mit ihm. Verdammt, sieh's, das ist mein Gun. Ihr werdet es bereuen. Ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich wie bei Gradia ist, und wenn ich den Hauptkörper treffe, dass das dann einfach mal alle kaputt machen. Fast 2000. Nicht schlecht, bitte.
Also die Anzeige manchmal ist schon bescheiden. Das Kabankel rettet mich gerade auch so ein bisschen, ne? Auch wenn ich mich dadurch jetzt nicht so heilen kann, ne? Beide im Roten. Es ist bald vorbei. Das war schön. Ich kenne nicht mehr. Mehr Angst vor euch als vor Hexe. Womit habe ich das verdient? Yes! Was mache ich mit diesem magischen Stein eigentlich? Beherrscht und anfeuern. Schiefer Ifrit. Was war das denn? Denkt nicht darüber nach. Das ist aber... Was fragt ihr mich? Ich weiß genauso wenig wie ihr. Ich sehe da was. Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Daher werde ich reingelegt. Daher werde ich ausgenutzt. Leon. Wir gehen jetzt zum Direktor. Gleich, Katze. Ich will das da noch. Wie komme ich da hin? Nein! Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? An das Ding da in der Mitte. So komme ich hin. Okay, passt. Perfekt. Also, kurze Katzenpause. Dann spiele noch ein paar Minuten und dann mache ich für heute Feierabend. Bis gleich.
Also, ein paar Minuten noch. Gibt's hier hinten was? Offensichtlich nicht. Okay, also Schiefer war fertig. Genau. Dann gehe ich jetzt das hier mal an. Und... das hier. Einfach mal so. Gucken, was das ist. Und dann laufen wir bis zum nächsten Speicherpunkt. Steuerung, bitte. Hat jemand was zum Essen für mich? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Wahrscheinlich zu Sid, oder? Dritter Stock? Direktor? Noch höher. Er ist nicht hier. Are you kidding me? Wo ist er denn jetzt abgeblieben? Menno. Ich habe keine Lust auf dieses ständige Rumsuchen. Selbst bei Grandia habe ich einen genauen... Wobei, das bringt mir jetzt gar nichts, ne? Dieser Notausgang verführt einen dazu, die Tür zu öffnen. Besonders wenn da steht, öffnen verboten. Es ist auch das erste Mal, dass der Aufzug uns fragt, wo wir hinwollen, oder bilde ich mir das gerade ein? Wie kann ich mal das Ding an... Was hat es mit diesen Büchern da auf sich? Ach komm, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Zum Parkplatz? Wie viel Geld haben wir jetzt inzwischen? 56.000. Ich weiß immer noch nicht, wann ich Level 6 erreicht haben will. Übungshalle. Das ist nicht richtig. Ich wollte eigentlich zum Parkplatz. Parkplatz? Niemand da. Nicht mal Autos. Dann schauen wir zu... Wo ist die Ärztin?
Quartiere. Könnte man vielleicht hin? Zum Speichern. Alles restlos ausverkauft. Wow. Freund von Trepe FC Nummer 1. Wer ist Trepe? Wo muss ich hin? Walking Simulator 2000. Von wann war das Spiel? 2007? 8? Lazarett. Da. Oder? Ja. Wisst ihr was vom Direktor? Ich will ihn sehen. Nun, der Direktor ist Dr. Kalawaki, schon gut. Wirklich? Ja, ich habe mich genügend ausgeweint. Übernehmen Sie sich nicht. Es gibt eben viele Dinge. Ausgeweint? War das dein Ernst? Sie bekommen immer alles mit, wenn ich ins Fettnäpfchen trete. Worüber wollen wir reden? Oh. Text. Ich will Bericht erstatten. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich weiß in etwa, was passiert ist. Erklären Sie mir, was es mit den Seeds auf sich hat. Seeds sind Seeds. Die Söldnertruppe des Balam Garden. Haha, sie scheinen wohl zu ahnen, dass mehr dahinter steckt. Ich bin immer der Letzte, der die Wahrheit erfährt. Die Seeds kämpfen gegen Hexen. Der Garden bildet die Seeds aus. Die Einsätze, die von den Seeds erfüllt werden, sind Vorbereitungen auf den Kampf mit der Hexe. Jetzt, wo eine Hexe die Welt in Angst und Schrecken versetzt, beginnt für die Seeds der richtige Kampf. Das ist unser Hintergrund. Wir kämpfen gegen Hexen. Wow. Liebe Hexe Idea. Ich habe gehört, sie wäre ihre Ehefrau. Das ist richtig. Bitte was? Idea war seit ihrer Kindheit eine Hexe. Ich habe sie geheiratet, obwohl ich es wusste. Wir waren glücklich. Wir haben beide hart gearbeitet. Wir waren wirklich glücklich. Eines Tages sagte Idea, sie wolle einen Garten gründen. Ich war von der Idee begeistert. Die einzige Sorge war das Ziel der Seeds. Dass Idea und die Seeds eines Tages zusammenprallen würden. Idea hat nur gelacht und sagte, so etwas würde nie passieren. Aber trotzdem. Und das lässt er jetzt so zu, oder was? Was ist das für ein Trottel? Master Nork. Er ist vom Stamm der Shumis. Verglichen mit seinen Stammesgenossen ein Sonderling. Ich traf ihn, als ich das Kapital für den Bau des Gartens sammelte. Er war interessiert und wir wurden uns einig. Mit seinem Geld wurde der Garten errichtet. Aber die Unterhaltskosten für den Garten waren gewaltig. Um die Kosten zu decken, haben wir begonnen, die Seeds der Söldner zu entsenden. Nox Geschäftsmethoden trugen stets Früchte. Immense Geldmengen flossen in unsere Kassen. Der Garten veränderte sich. Die ursprünglichen Tugenden wurden vergessen, die Wahrheit vertuscht. Soll ich fortfahren? Es war alles mein Fehler. Ich hätte mich deutlich äußern müssen.
Was wird nun mit dem Garten geschehen? Zunächst müssen wir unsere Irrfahrt beenden. Danach bleibt nur zu hoffen, dass der Garten und die Seeds sich ihrer eigentlichen Aufgabe bewusst werden. Was ist? Bist du wieder verletzt? Nö. Ich bin überfragt, was ich jetzt machen soll. Wer soll gegen seine Frau antreten? Was ist das für ein... Leon! Habt ihr Direktor Sid gesehen? Auf der Krankenstation. Wieder was los? Geh mal aufs Außendeck im zweiten Stock. Ein Schiff nähert sich. Vielleicht sind das die Galbadianer. Vielleicht will sich die Hexe rächen. Auf alle Fälle müssen wir es dem Direktor melden. Ich glaube aber, das will ich heute nicht mehr machen, oder? Tut mir leid, Leute, aber für heute reicht's. Mir schmerzen die Augen. Und ich will noch eine Kleinigkeit ausprobieren, bevor ich ins Bett gehe. Aber ich hoffe, dass morgen klappt soweit. Sonst ist mir in der Wohnung eine ganze Weile ein reines Chaos. Ach ja. Ich tue es ja nicht die Wohnung, aber das Wohnzimmer hauptsächlich. Ifrit hat 1000 Freundschaftspunkte. Na gut, wie gesagt, wir machen hier Feierabend. Es tut mir leid, aber ich bin seit mehr als 16 Stunden wach. Das muss reichen. So, also. Also, morgen haben wir Samstag. Samstags gibt's Octopath Traveler. Wir machen Story weiter. Ich würde sagen, wer ist denn gelevelt? Irgendjemand ist bestimmt gelevelt und dann machen wir auf jeden Fall das Roné im Bestfall noch. Dann hätten wir morgen... Oh Gott, ich hoffe, das dauert nicht so lange wie letzte Woche. Also ein bis zwei Finale nochmal, dann hätten wir die Hälfte fertig. Im Bestfall. Wir kommen voran. Und am Sonntag, sofern nichts dazwischen kommt, spielen wir im Koop Green Hell mit Rogue Agent Valner. Es müsste diese Woche funktionieren. Letztes Mal ging es ihm ja nicht so gut. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es klappt. Ich freue mich drauf. Das Spiel macht nämlich Spaß. Ich mag es sehr. Ich wünsche an dieser Stelle eine gute Nacht. Habt ein schönes Wochenende. Drückt mir die Daumen, dass das morgen funktioniert.
Dann habe ich nämlich ein schickes neues Wohnzimmer. Zumindest teilweise. Neue Wohnwand und so. Und dann sehen wir uns morgen. Macht es gut. Bye bye.